Magdeburg steht ja in der Tabelle ein paar Plätze vor euch. Hättet ihr gedacht, dass ihr heute so gut gegen die spielen könntet, vor allen Dingen so überlegen seid? Naja, es wäre natürlich eine schlechte Einstellung, wenn ich sagen würde, natürlich, dass ich das nicht gedacht habe. Natürlich glauben wir vor allem zu Hause daran, dass wir zu Hause ein gutes Spiel machen können, dass wir gegen solche Mannschaften sicherlich mit einer Top-Vorbereitung gewinnen können. Das haben wir heute gezeigt. Wir sind sicherlich gut ins Spiel reingekommen mit einem guten Torhüter hinten, eine gute Abwehr. Sind dann in der zweiten Halbzeit über uns hinausgewachsen und haben dann letztendlich das Spiel über den Tisch gezogen und dann die zwei Punkte zu Hause gelassen. Was war deiner Meinung nach ausschlaggebend für den Sieg? Auf jeden Fall eine sehr gute Abwehr hinten mit einem guten Torwart. Das Spiel nach vorne, was wir immer wieder betonen, das hat uns sicherlich heute zum Sieg geführt. Glückwunsch erstmal zum Sieg. Wie zufrieden bist du mit der Leistung der Mannschaft heute? Ja, sehr, sehr zufrieden. Also die erste Halbzeit war super, vor allem was die Abwehr angeht. Kriegen wir, glaube ich, für 11 Gegentore. Dahinter steht ein starker Lütti heute im Tor. Also super Mannschaftsleistung. Und die zweite Halbzeit, würde ich sagen, haben wir ganz souverän gespielt. Erst den Vorsprung ausgebaut, auch weiter Tempo gemacht und am Ende souverän runtergespielt. Und Magdeburg muss man erstmal so schlagen, wie wir das heute geschafft haben. Seid ihr durch den Sieg heute jetzt endgültig aus der kleinen Tiefphase, die ihr ja vorher hattet, raus? Ja, ich denke definitiv. Also jetzt die letzten 4 Spiele haben wir dreimal gewonnen, nur eine knappe Niederlage in Berlin dabei. Also ich glaube schon, dass wir unser Tal überwunden haben. Ja, ja, wir waren taktisch gut eingestellt auf Magdeburg, haben uns jetzt die letzten 2 Tage akribisch darauf vorbereitet und haben heute auf jeden Fall eine super Moral gezeigt, eine Leidenschaft an den Tag gelegt von der ersten bis zur 16. Minute, egal was Magdeburg gemacht hat, ob sie jetzt in der 6-0 geblieben sind, in der 5-1 oder in die Manndeckung gegangen sind, wir hatten immer Lösungen dafür. Was war deiner Meinung nach ausschlaggebend für den Sieg jetzt auf spielerischer Basis? Ja, auf spielerischer Basis muss man sagen, wir hatten heute Lütti im Tor, der mal wieder überragend gehalten hat und unsere Rückraumspieler, die haben auch eine super Quote gehabt, haben sich gute Chancen aber auch erarbeitet mit guten Kreuzbewegungen, mit guten Stoßbewegungen. Und so kommt dann auch so ein Ergebnis hier zu Hause gegen Magdeburg dann zustande. Vielen Dank. Ja, der VfL steht ja in der Tabelle ein paar Plätze über euch. Hättet ihr erwartet, dass die heute so überlegen sind? Nee, hätten wir nicht gedacht. Woran lag es von eurer Seite auf? Weiß ich jetzt noch nicht. Müssen wir im Video gucken. Kann ich jetzt direkt am Spiel nicht sagen. Irgendwas, was ihr aus dem Spiel heute mitnehmen könnt? Mit Sicherheit können wir Sachen aus dem Spiel mitnehmen. Jetzt, wie gesagt, kann ich das noch nicht sagen. Das müssen wir erst nach der Reflexion können wir das sagen. Gib mir nur!